Guten Tag, hier spricht wieder euer Peter Gaming. Heute spielen wir wieder Bundesliga im FC Bayern München gegen Schalke 04. Heute will ich heute nur wieder ein bisschen wechseln, aber ich habe gedacht, Leute, Krötzker, er geht rein. Komar Müller macht, kriegt auch noch eine Pause heute. Die kriegen jetzt noch eine kleine Pause heute, noch die Spieler. Weil wir haben hier noch ein bisschen zur Ruhe. Ich hätte immer jeden Spiel lassen, Leute, das ist ja wie. Wir können auch mal kurz ein bisschen Pause, ein paar Spieler geben. Wir können ja immer ein paar Spieler mal einwechseln, auswechseln. Das ist dann nicht so schlimm, finde ich, oder Leute? So, heute gegen Schalke 04. Bayern weiß, nur noch vier Punkte Vorsprung. Und Köln ist ein bisschen nach vorne kommen. Alter, Köln letzte Saison war richtig heftig für den FC Bayern, fand ich. Letzte Saison war heftig. Aber wir haben eine gute Mannschaft diese Saison. Holen wir uns nach einem Jahr wieder die deutsche Meisterschaft, Alter. Also das erste Jahr war eigentlich die beste Saison, die wir jemals gespielt haben. Die erste Saison war die beste jemals, die ich gespielt habe. Dann und dann ist immer nach unten gegangen, finde ich. Dann die zweite Saison, die ist dann richtig schief gelaufen. Diese Saison lief dann mal anfangs gut und dann haben wir ein bisschen. Bisschen Probleme bekommen, aber danach ging es ja dann mal wieder, finde ich. Und Krötzker spielt was gegen sein altes Team, Leute. Mal gucken. Aber Schalke, man merkt Schalke heute auch an. Sie wollen heute 3 Punkte. Aber Bayern will heute weiter
3 Punkte, weil wir jetzt hier nur noch, wir sind 4 Punkte vor vorne nur. Vier Punkte sind nicht viel in der Bundesliga, Leute. Vier Punkte sind wirklich wenig für einen Vorsprung. Alter Mann! Aber es läuft mal recht gut. Bayern schafft es, ein gutes Spiel durchzuziehen. Aber wir führen immer noch nicht. Das ist das kleinere Übel, finde ich. Oh, gegen Hamburg. Oh, gegen den HSV spielen wir. Nächste Woche wieder. Nächste Woche geht's nach Hamburg, Leute. Aber jetzt kommt. Oh, Coman muss wieder verletzt aufgeben. Nach 28 Minuten, hey, wann hat denn der sich verletzt? Wann hat sich ihn verletzt eigentlich, Komo? Das frage ich mich, wann hat. Alter, aber oh na na, der ist nicht schlecht, oder? Der hält die Bälle ziemlich gut heute. Und konnte. Oh, Lewandowski.
Guck, Max Meyer. Hopp, Bernhard, mach wieder eine schöne. Weil er fast. Also wollte ich versuchen, Einwurf zu kriegen. Und Sanchez macht das 1:0 und weiter geht's um Traum. Der Traum der deutschen Meisterschaft lebt in München weiter. Und es sieht gut aus für den FC Bayern heute. Haben Wolfsburg nicht zurück. Das ist gut. Die Wölfe liegen zurück gegen Freiburg. Alter, Freiburg. Alter, das wäre was in Freiburg gegen die Wölfe gewinnen, Alter. Wenn die Wölfe gewinnen täten, wenn die Wölfe verlieren würden, wäre es für Bayern natürlich sehr wichtig. Alter, Mann, kurz vor, alter Manometer. Alter, das war jetzt eine Flanke und ein Seitenkampf. Alter, Mats Hummels, dann gibt man, mach mal, Alter, komm da zu spät, Mats Hummels, oh Mann. Mats Hummels muss kämpfen. Bayern muss weiter. Jetzt ist wieder ein Unterschied. Ein Punkt, das heißt. Bayern gewinnt nur ein Punkt statt drei. Oh, Alter, das Revierderby ist in der nächsten Woche, Leute. Das Revierderby. Alter Mann, das ist nicht wahr. Alter, das Spiel ist. Das. Ach Mann. Nächste Woche ist das wichtigste Revierderby für die Schalke.
fast schon wichtiger wie dieses Spiel jetzt, Leute. Das Revier Derby. Bernhard kämpft für. Aber langsam, wenn Bernhard weiter so macht, alle, dann hat er echt. Oh, Knabri, wo laufen du hin, mein? Und wo? Aber beide Teams wollen jetzt 100% geben. Alter Mann, Knabri, bisschen Druck drauf machen. Ein bisschen Druck mache, Knabri. Ob Bayern, man mir noch eine halbe, noch 14, 15 Minuten Zeit. Ich will 3 Punkte an, von 3 Punkte von Wolfsburg weg. Und nicht 1 Punkt jetzt weg, nur wieder besser. Ich will 3 Punkte jetzt mehr haben als nur 1 Punkt. Oh Mann, warum Flanken, warum kein Heber alle? Tolisso gelb, aber jetzt wird geackert. Wir brauchen die 3 Punkte. Wir brauchen die 3 Punkte, Leute. Wir Bayern und jetzt geben. Und Bayern spielt jetzt, hat jetzt die Offensive. Mal ein bisschen mehr Offensive.
Oh, rasch. Oh, Alter. Rashford fast durchkommen, aber dann der. Alter, die kämpfen hier, ackern, fighten. Aber Schalke kämpft hier um 3 Punkte. Schalke kann hier kann nach 3 Punkte machen. Haben die Chance, haben sie eigentlich auch verdient, bitte. Alles kann doch. War man bei einem Alter. Alter, Bayern hat Top Chancen gehabt, aber Kai in der zweiten Halbzeit die Top Chance verhindert. Und das war ein kleines Problem. Somit kann Bayern nur 1 Punkt holen. Und in eigenen Stadien, das ist natürlich. Das ist halt. Ich finde, Leute, es ist zu wenig in dem Spiel gewesen. Es war zu wenig, Leute. Es waren zu wenig Punkte. Es waren zu wenige Punkte, aber naja. 3 Punkte sind 3 Punkte. Sorry, 2 Punkte. Oh Mann. 3 Punkte sind. Und Wolfsburg verliert. Und so kann man es eigentlich sagen. 1 Punkt ist wie ein Dreier, Leute. Ein Dreier, das ist so super. Freiburg gewinnt und es sieht so weiter aus. Es sieht einfach gut aus für die Bundesliga. Ich finde es einfach gut für die Bundesliga. Aber naja, wir müssen einfach unser Team weiter und weiter spielen. Immer weiter spielen. Und dann schaffen wir es auch irgendwann. Ja, dann ziehen wir auch wieder ein gutes Team, bauen auf, holen uns einen neuen Sieg und dann ist immer wichtig. Aber ich hoffe, dass wir jetzt das nächste Spiel jetzt hoffen wir gewinnen das nächste Spiel jetzt auch mal wieder. Es werden die 3 Punkte werden wichtig, Leute. Aber naja, wir werden es einfach erleben. Komma 3 Wochen, super. Komma macht wir 3 Wochen Urlaub. Und wir sind wieder 5 Punkte hinter Vorsprung. Wir sind 5 Punkte vor. Ja, aber Leute. Ich würde sagen, gegen den HSV spielen wir erst beim nächsten Mal. Somit sagt euer Peter Gaming. Tschüss, bis dann und Peachy, bis denn.